Bitcoins, Bitcoins, Bitcoins. Die digitale Währung ist in den letzten Monaten großes Gesprächsthema. Hier drei unglaubliche Geschichten über die Kryptowährung. Einige Gauner haben sich kürzlich einen Spaß daraus gemacht, sich als Start-up-Unternehmen im Internet auszugeben, in das man mit Bitcoins investieren kann. Frisches Gemüse sollte dort verkauft werden. Der Name des Unternehmens Prodeum, ebenfalls ein Name eines Medikaments, das entwickelt wurde, um Infektionen der Harnwege zu reduzieren. Nachdem die vermeintlichen Start-up-Erfinder einiges an Vermögen zusammenbekommen hatten, löschten sie sofort ihre Profile und hinterließen die Nachricht Penis auf deren Homepage. Selbst in ausgewiesenen Feinschmeckerläden zahlt man nicht einen solchen Preis für eine Pizza. Wie unter anderem Chip 2014 berichtete, gilt der Programmierer Laszlo Hanyecz als erster Mensch, der echte Waren im Gegenzug für Bitcoin gekauft haben soll. 2010 habe er 10.000 Bitcoins im Gegenzug für 2 Pizzen getauscht. Bei derzeit sehr schwankenden Kursen ist nicht leicht zu bestimmen, wie viel die Pizzen damit heute wert wären. Geht man mit einer konservativen Schätzung davon aus, dass ein Bitcoin derzeit 9.000 Dollar wert ist, hätte der Programmierer umgerechnet eine Pizza für rund 37,9 Millionen Euro bestellt. 2013 unterlief James Howells ein folgenschweres Versehen. Wie der britische Guardian damals berichtete, hatte der Mann eine alte Festplatte weggeworfen. Erst im Nachhinein hatte Howells sich daran erinnert, dass der Zugang zu 7.500 Bitcoins darauf lagerte. Er hatte diese zu Anfangszeiten der Kryptowährung gefördert. Ein millionenschwerer Fehler, wie sich schon bald herausstellte. Er habe sich zwar sogar auf zur Müllhalde gemacht, fündig sei er aber nicht geworden.